Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood across your ear. Tell my love to wreck it all. Cut out all the ropes and let me fall. My, 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 my. Right in this moment, this all is told. And I told you to be patient, and I told you to be fine. I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, but it will be a different kind. And I'm holding all the tickets, and you'll be owning all the fines. Come on, skinny love, just last the year. Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video zeige ich euch, wie man Skinny Love von Bon Iver spielt. Das Video präsentiere ich in Zusammenarbeit mit meinem Partner Elixir Strings. Links zu den Seiten und zur Website von Elixir findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie das Songstruktur-PDF. Ladet euch das zu Anfang am besten gleich mal runter, denn der Song hat von der Abfolge her ein paar Besonderheiten. Es ist nicht immer nur 4, 8, 4, 8 Takte, sondern es gibt ein paar krumme Formteile sozusagen, wo mal 15, mal 22 Takte oder sowas sind. Und wir werden uns das so nach und nach vornehmen. An dem Song ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass in der Originalfassung die Gitarre in einem sehr ungewöhnlichen Open Tuning gespielt wird. Das heißt, wir müssen relativ viel umstimmen. Für diejenigen von euch, die ihre Gitarre nicht umstimmen wollen, ich werde euch zusätzlich zu den Griffen, die ich euch in dem Open Tuning zeige, noch die normalen, also die Wandergitarrenakkorde dazu einblenden. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr eure Gitarre nicht umstimmen wollt, den Song einfach mit diesen Akkorden dann mitspielen. Das wird natürlich ein bisschen anders klingen, aber die Grundharmonien sind trotzdem da. Fangen wir an mit dem Tuning. Wir fangen an mit der tiefen Seite, die ist ja normalerweise auf E gestimmt. Wir müssen jetzt eine große Terz nach unten auf ein C, denn das ist ja auch ein Open C-Tuning. Das heißt, ihr müsst auf den Ton runterkommen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu dünne Saiten habt. Also 11er-Saiten sind so Mindestmaß. Mit 10er Akustikgitarrenseiten könnte das schon sehr schrammelig und sehr klirrig werden. Also 12er-Saiten wären auf jeden Fall am besten. Mit 11ern müsste es auch noch gerade so gehen, je nachdem wie eure Gitarre eingestellt ist. Der zweite Ton muss nur einen Ganzton nach unten. Also die nächste Saite muss nur einen Ganzton nach unten. Von A auf G. Die nächste Saite muss einen Ganzton nach oben, das heißt die D-Saite muss auch auf ein E. Hier jetzt wichtig an alle Freunde, die ihre Saiten nicht oft genug wechseln. Wenn ihr alte Saiten habt und die D-Saite eins nach oben versucht zu stimmen, kann es sein, dass die reißt. Also nicht so über die Gitarre hängen und die Saite nach oben ziehen, sondern haltet die Gitarre ein bisschen von euch weg und probiert mal, ob ihr mit dem D auf ein E nach oben kommt. Und falls die Saite reißt, besorgt euch mal einen neuen Satz. Denn die nächste Saite bleibt, wie sie ist, das ist nämlich die G-Saite. Und dann die B-Saite muss auch einen Halbton nach oben, nach C. Und die hohe E-Saite muss genau wie die tiefe E-Saite auch eine große Terz nach unten. Auch auf C. Das heißt, wir haben die oberen beiden Saiten beide auf C gestimmt. Das heißt, sehr schön, das heißt, beim Open Tuning haben wir jetzt mit nur den leeren Saiten sofort einen Akkord. Das ist das Tuning, das ihr für den Song braucht, um eben auch alle Umspielungen machen zu können. Also diese ganzen kleinen Melodien, die Bon Iver da reinspielt. Und checken wir mal die Akkorde, die ihr jetzt braucht. Das sind natürlich jetzt andere Griffe, als wenn ihr eine Gitarre in Standard-Tuning habt. Es geht los mit einem A-Moll.
Das sieht jetzt so aus, ihr lasst die tiefe Seite aus, also spielt ihr nicht mit an, trefft mit dem Mittelfinger die A-Seite im zweiten Bund. Ich nenne sie jetzt trotzdem A-Seite. So. Also in den Tabs ist es jetzt auch anders benannt, aber da wir gewohnt sind, dass die tiefe die E, die zweite die A und so weiter sein ist, nenne ich die jetzt trotzdem E, A, D, G, B und E-Seite. Also die A-Seite im zweiten Bund und die G-Seite mit dem Ringfinger auch im zweiten Bund. Das ist das A-Moll in Open C-Tuning. Hier, wie gesagt, nochmal der Wandergitarrenakkord für alle anderen eingeblendet. Dann geht es hoch auf ein C. Das ist einfach dieser Griff, drei Bünde nach oben geschoben, mit Mittel- und Ringfinger jetzt im fünften Bund. Und von dem gibt es jetzt insgesamt drei Varianten, und zwar einmal den hier. Dann könnt ihr auch den, also bei C, in Open Tuning C ist natürlich denkbar einfach, wir können einfach die Finger wegnehmen und einfach die Saiten leer spielen. Der kommt auch vor. Oder C über G, auch den habe ich euch hier nochmal eingeblendet. Das ist einfach nur dieses Open Tuning C, aber ohne die tiefe E-Seite, sondern von der G-Seite angefangen. So, soweit, so gut. Dann gibt es noch ein, zwei Griffe, die dazukommen. Und zwar ist es einmal ein etwas undefinierbarer Akkord. Das ist, der Akkord ist ein bisschen schwer zu bestimmen. Das ist irgendwie viel D und viel C. Und da kommt irgendwo nochmal ein B drin vor. Bon Iver singt an der Stelle noch ein F drüber, das heißt, es ist die kleine Terz, und in der Version von Birdie spielt Birdie da auch ein D-Moll. Also es ist ein irgendwie gearteter D-Moll-Akkord. Ich habe den jetzt mal hier D-Moll 713 genannt. Ihr könnt da auch einfach ein D-Moll, also alle anderen, die mit Standard-Tuning spielen, können einfach ein D-Moll da nehmen. Kein D-Dur, das würde da nicht besonders gut klingen. Der sieht so aus. Die Zeige, Mittel- und Ringfinger am siebten Bund auf der A-, D- und G-Seite, ohne tiefe E-Seite. Dann gibt es nochmal die gleichen Fingeranordnung, zwei Bünde weiter unten. Das ist ein A-Moll über C. So, das sind erstmal alle Akkorde für Intro, Verse. Und im Chorus kommen jetzt nochmal drei Griffe dazu. Die werde ich an der Stelle, seht ihr auch nochmal in den Tabs, und die seht ihr dann auch nochmal in dem Video. Ich will nur einmal kurz mit euch die Griffe durchgehen, dass ihr die alle schon mal so gesehen habt. So, und zwar das erste. Ha, den habe ich vergessen. Es gibt noch eine vierte Version von C. Und zwar Ringfinger auf der A-Seite im neunten Bund, Mittelfinger auf der D-Seite im achten Bund und Zeigefinger auf der G-Seite im siebten Bund. Dann geht es hier unten auf ein B-Add 9. Den könnt ihr euch einfach so ableiten, quasi wie das A-Moll und das C hier unten, nur im vierten Bund mit Ring und Mittelfinger. Und der Zeigefinger kommt dann noch auf den dritten Bund auf der D-Seite dazu. Und ein F über C, einfach dieser Griff zwei Bünde weiter unten. Also im zweiten, ersten, zweiten und zweimal die leere Seite. Das sind die Akkorde, die ihr für den Chorus komplett braucht. So, das sind erstmal alle Griffe. Gehen wir jetzt mal so nach und nach durch den ganzen Song durch, angefangen mit dem Intro. Für den ganzen Song braucht ihr nur ein Schlagmuster. Und für das Schlagmuster ist wichtig zu wissen, der Song ist in einem Swing-Rhythmus notiert, beziehungsweise geschrieben. Das heißt, wir haben nicht 1 und 2 und 3 und 4 und, also straighte Achtel, sondern 1 und 2 und 3 und 4 und. Also die Und-Zählzeit ist vom Gefühl her so ein bisschen nach hinten verschoben. Für Dinge von euch, die mit Swing noch nicht so viel anfangen können, ich habe euch nochmal mein Video, wo ich Swing im Detail erkläre, in der Videobeschreibung verlinkt und auch ein, zwei Übervideos, wie ihr Swing so ein bisschen reinkriegen könnt. Aber grundsätzlich ist es, wie gesagt, so, dass ihr nicht 1 und 2 und 3 und 4 und, sondern 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das Schlagmuster, das ihr jetzt braucht, sieht folgendermaßen aus. Ich zeige es euch hier einmal anhand von A-Moll. Auf die 1 zupft ihr nur die tiefe Bassseite, in dem Fall die A-Seite. Ihr könnt auch, müsst ihr jetzt nicht so ganz genau sein, ihr könnt auch die unteren beiden mitnehmen. Es ist nur wichtig, dass ihr da vor allem so die Betonung auf die unteren Saiten legt. Auf die 2 dann die oberen Saiten, beziehungsweise den ganzen Akkord. Und dann auf die 3 und 4, 4 und 3 Schläge. Also 1 und 2 und
3 und 4 und... Und dieses Schlagmuster könnt ihr jetzt für den ganzen Song verwenden. Es gibt, glaube ich, einen Takt, wo mal ein anderes Schlagmuster kommt. Und ansonsten funktioniert es wirklich für alle Akkorde. Das Intro sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir spielen einen Takt lang A-Moll und einen Takt lang C hier oben im fünften Bund. Und dann kommt einen Takt lang C nur mit leeren Saiten. Das klingt dann folgendermaßen. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, jetzt fehlt natürlich noch ein Takt und im letzten Takt haben wir diese kleine Melodieumspielung auf den oberen beiden Saiten. Das könnt ihr am besten so erreichen, indem ihr so Mini-Barrés über die oberen C-Saiten, also die beiden Saiten, die beide auf C gestimmt sind, also die B- und die E-Saite eigentlich. Und da die jetzt so, da die so dünn und die hohe E-Saite auch so runtergestimmt ist, sind die relativ leicht zu drücken. Also da so einen kleinen Mini-Barré müsste eigentlich eben gelingen. Und ihr geht hier vom Barré im zweiten Bund auf den vierten, dann wieder auf den zweiten und auf die leere Saite. Eins und zwei und. Und das gleiche nochmal. Drei und vier und. Also einfach zweimal diesen Lauf hintereinander. Das heißt, die erste Zeile für euch im Kontext. Das wiederholt sich jetzt nochmal, zumindest die ersten drei Takte. Jetzt gibt es hier wieder einen Lauf mit dem gleichen Rhythmus, aber in unterschiedlichen Bünden. Es geht hier oben im siebten Bund los, dann auf den neunten, dann wieder auf den siebten. Das ist ein bisschen eine schwierige Stelle, wenn man hier super schnell auf den vierten Bund muss. Eins und zwei und. Dann direkt wieder weiter runter in den zweiten. Hier kommt jetzt nämlich nochmal der Lauf aus dem ersten Durchgang. Eins und zwei und drei und vier und. Wie gesagt, übt den ein bisschen. Ich verhaspel mich da ab und zu auch noch, obwohl ich das schon wirklich oft gespielt habe. Und versucht das erstmal in einem langsameren Tempo zu spielen, als ich es jetzt gerade gemacht habe. Weil, wie gesagt, dieser Sprung von 7 auf 4 auf 2 ist nicht so ganz ohne. Da muss man wirklich sauber umgreifen. Und genau, das sind die ersten 8 Takte. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt nochmal A-Moll, C, C von mehreren Seiten. Dann hier auf die 1 schlage ich immer nochmal die Bassseiten an und dann kommt hier auf die 1 den Basston, dann auf die 2 und 3, 2 und 3 und 4. Auf die 4 geht ihr hier auf den vierten Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und... Dann kommt hier der D-Moll 7-13. Zwei Takte, dann einen Takt lang A-Moll. Und hier ist jetzt der eine Takt, wo ein anderes Schlagmuster kommt. Und zwar auf die 1, auf die 2 und dann geht es hier auf C direkt hoch auf die 3. Das heißt, wir haben in dem Takt 1 und 2 und 3 und 4 und. Das heißt, die ganze Zeile für euch im Kontext. Und jetzt kommt einfach nochmal 4 Takte lang nur das C mit den leeren Saiten. Und
dann geht's erst in die Verse. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei 20 Takten angekommen, wobei ich das immer so 16 plus 4 rechne. Also wir haben 16 Takte, also 4 mal 4 Takte und dann nochmal 4 Takte angehängt, wo einfach nur C kommt, um halt so ein bisschen smoother in die Verse zu kommen. Vor dem Intro gibt es noch so einen ganz kleinen Auftakt, wo man quasi auf eine 4, 4 und nochmal so das A-Moll quasi anschlägt. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. So, im Original fängt Bon Iver eben nicht auf die 1 an, sondern auf die 4 eines auftaktigen Taktes. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. So, und jetzt nochmal die ganzen 20 Takte mit Auftakt für euch im Kontext. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Weiter geht's mit der ersten Verse. Die erste Verse ist jetzt super ähnlich wie schon das Intro, denn wir haben erst dreimal diese gleiche Akkordfolge, die wir schon im Intro hatten. A-Moll, dann C und dann hier quasi das C, das wir vorher hatten, aber in der C-über-G-Variante, wo wir also nicht die tiefe E-Seite als Basston haben, sondern die A-Seite als Basston, also das G auf der A-Seite. Zwei Takte lang, ohne diese Umspielung. Das kommt jetzt dreimal. Auf das D-Moll 7-13, wie eben auch schon, und wieder A-Moll für zwei Takte ohne den Wechsel auf C. Und jetzt Achtung, jetzt kommt A-Moll über C, das heißt dieser Griff hier im fünften Bund, wo wir auf A, D und G-Seite jeweils im fünften Bund greifen, drei Takte. Und jetzt Achtung, mega cooler Lauf. Der kommt so zustande, wir sind auf der D-Seite, auf dem dritten Bund mit dem Zeigefinger, machen Pull-Off 1 und auf die leere Seite. Dann geht's hier in den siebten Bund auf der A-Seite, auf die 2, auf die 3 in den fünften Bund und auf die 4 auf die leere Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und... Dann kommt nochmal komplett die Verse und dieses Mal, also das waren jetzt wieder 20 Takte, wie eben auch schon im Intro, und jetzt in der zweiten Verse sind es aber nur 16 Takte, weil diese letzten 4 Takte bleiben aus. In der zweiten Verse ist es nämlich so, wir haben dreimal diesen Akkordwechsel und so weiter und so fort. Dann kommt wieder das D-Moll 7-13 und wir bleiben jetzt auf A-Moll. Lassen den ausklingen im letzten Takt und dann kommt And I told you to Text vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Da geht dann direkt der Übergang in den Chorus. Also wir haben wieder 12 Takte, dreimal diese 4 Takte und dann D-Moll 7-13. Und dann geht's in den Chorus, der erstmal nur aus 3 Akkorden besteht und zwar das C hier oben mit 9., 8., 7. Bund. Zwei Takte, dann ein Takt lang B at 9. Ich greife den jetzt übrigens gerne hier mit Ring, Mittel- und kleinem Finger, weil ich dann leichter wieder hier hochkomme, als wenn ich jetzt hier immer auf diese Mittelfinger-, Zeigefinger-, Ringfinger-Version umgreife. Das finde ich mehr Greifarbeit, als wenn ich so bin. Dann kann ich einfach runterrutschen. Angenehmer umzugreifen. Also wir haben zwei Takte C. Wiederholung.
Achtung, bei der vierten Wiederholung gibt es eine Besonderheit, denn es sind jetzt nicht vier Takte, sondern drei Takte und dann nochmal vier Takte. Denn wir fangen hier oben wieder an, gehen dann auf Bm9 und jetzt wieder auf F über C. Das heißt, die Akkordfolge ist eigentlich identisch, aber dieses F über C sind jetzt vier Takte. Und es erschien mir vom Sinnesabschnittsdenken sinnvoller, das nochmal in 3 und 4 zu unterteilen. Das heißt, ich habe jetzt dreimal diese Wiederholung. Es kam gerade dreimal. Jetzt habe ich und dann come on, skin love. Da geht es in die nächste Verse über. Also, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir haben insgesamt 19 Takte in dem Chorus. Wir haben 12 Takte, einfach dreimal diese 4 Takte Wiederholung. Dann 2 Takte lang C, 1 Takt lang Bm9. Das sind dann diese 3 Takte, die eingeschoben sind. Und dann nochmal 4 Takte lang als Sinnesabschnitt F über C. Schreibt euch das am besten mal auf. Ich habe mir das auch ein paar Mal aufgeschrieben, weil so von der Struktur her ist der Song ein bisschen unübersichtlich. Auch wenn man den schon oft gehört hat und schon super kennt und den schon mitgesungen hat und es gibt immer wieder Stellen, wo man so ein bisschen rausfliegt, weil es einfach sehr clever komponiert ist. Also da sind sehr viele krumme Formteile, ohne dass man merkt, dass die krumm sind. Dass es nicht 8 oder 16 oder wie viele Takte auch immer sind, sondern dass es halt so 19 Takte Chorus ist. So, das meiste ist geschafft. In der dritten Verse gibt es noch so ein paar kleine, coole Umspielungen und auch ein bisschen was in der Abfolge, das sich ändert, denn wir haben wieder 20 Takte und was ich cool fand, was ich gerne mit reinnehmen wollte, sind jetzt so kleine Umspielungen, zum Beispiel bei dem C über G. Dass da eben so ein bisschen die Sachen, die vorher schon da waren, so ein bisschen zusammengefasst werden. Und genau, gehen wir mal so Zeile für Zeile das ganze Ding durch. Wir haben erstmal A-Moll, C, C über G wie gehabt. Dann macht ihr hier einen Hammer-On von der 1 auf die 1 und. Das könnt ihr jetzt natürlich mit einem Barré machen. Ich mache es lieber mit Mittel- und Ringfinger. Denn bei Hammer-Ons mit einem Barré ist immer schwierig. Ich finde das mit Einzelfingern sehr viel einfacher. Man spielt dann hier das D, also das wäre dann quasi ein C-9 über G. Dann beim zweiten Durchlauf ist es einfach nur A-Moll C, C über G. Dann kommt A-Moll C, C über G. Und jetzt kommt dieser kleine Lauf im fünften und im vierten Bund, den wir im Intro schon hatten. Jetzt kommt hier wieder D-Moll 7-13. Zwei Takte A-Moll. Jetzt A-Moll über C. Vier Takte lang, wobei wir den letzten wieder ausklingen lassen. Und dann geht's wieder in den Chorus. Also, schreibt euch auch diesen Formteil gerne mal raus, wie genau da die Akkordfolgen sind. Einfach mit dem Leadsheet 4 Takte pro Zeile und dann einfach die Akkorde reinschreiben und vielleicht auch mal, was ich gerne mache, ich schreibe dann Formteil Verse 3 in Klammern 20 Takte oder einfach nur eine 20, damit ich weiß, wie viele Takte das Ding insgesamt hat. Das heißt, ihr wisst dann, okay, das sind 5 Zeilen, weil 5 mal 4 Takte sind 20 und das hilft so, um sich die Struktur des Songs mal so ein bisschen selbst zu erarbeiten. Denn auch wenn ihr irgendwo die Tabs her habt, hilft es nicht, wenn ihr die Struktur des Songs nicht wirklich verinnerlicht und verstanden habt. Letzter Formteil, die Bridge. Die Bridge hat jetzt wieder eine krumme Abfolge, ist aber im Prinzip der gleiche Formteil wie schon der Chorus, nur ein bisschen kürzer gespielt. Denn wir haben einmal das C, Bm9, F über C. Das wiederholt sich jetzt, aber hier gehen wir schon in diesen dreitaktigen Teil rein. Jetzt haben wir hier diese 4 Takte, F über C. Das wir haben 4, 3 und 4 Takte, also insgesamt 11 Takte. Das ist im Prinzip einfach nur der Chorus, aber diese erste Zeile wird eben nicht dreimal wiederholt, sondern nur einmal gespielt. 4 Takte, dann C, Bm9 und dann 4 Takte F über C.
das war's auch schon. Das Outro ist jetzt der gleiche Formteil wie die Verse und wenn ihr das habt, habt ihr schon den ganzen Song. Ich hoffe, ich kann euch helfen mit dem Video. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, checkt meinen Kanal, schreibt mir Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen oder Fragen habt, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ihr wisst, wie der Hase läuft und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind, and in the morning I'll be with you, but it will be